Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Heute wieder unterwegs mit dem Mii-Kämpfer und wir kämpfen heute gegen Bowser, so wie es ausschaut. Schöne Pokémon-Musik, by the way. Pokémon-Musik geht immer. Ich will mir sagen, was er wollt. Klebeboden, okay. Und einen besseren nehmen? Nicht wirklich, ne? Ja, nehmen wir mal den. Auf in den Kampf. Geh den großen Bowser. Mit seinem Scaraborn. Da, wo wir jetzt gerade drin stehen, ist der Klebeboden, okay. Bowser, bitte lass mich da. Schön, dass sie den auch blau gemacht haben, wie Scaraborn eben. Oben ist alles cool, ne? Das ist der Pikmin-Planet, ich sehe es gerade da im Hintergrund. Sieht sehr nach Pikmin aus. Angriff stärker, was zur Hölle? Komm halt her. Ja, okay, komm nicht so her. Genau, geh da raus, komm. Er hat schon mal gut Schaden gefressen, ne? Ich auch. Na komm jetzt. Bowser, mein Freund. Jetzt aber. Smash aktiviert. Sehr schön. Scaraborn. Oh, ein Pokémon, was ich noch nie gehabt habe. Fällt mir gerade so auf. Aber egal, Bowser ist besiegt. Ein ganz coolen Kampf eigentlich, von mit dem Klebeboden, das ist fies. Kann sowas wie die Sturmangriffe nicht nutzen. Und dann ist natürlich auch Bowsers Behäbigkeit damit aufgehoben. Okay. Können wir gleich den nächsten Kämpfer noch machen. Okay, der will was die nehmen, oder was? Warte mal, wenn ich jetzt die nochmal entferne. Noch mehr Auswahl? Nee. Na gut. Raketengurt ist jetzt nicht so das Ding, was ich unbedingt haben möchte. Dann machen wir das mal mit dem Ausdauer-Ding. So, jetzt gegen Peach. Gegen die Princess Peach. Schauen wir mal. Das ist so viel verstärkt. Jo. Was bevor verkloppt mich tot läuft. Ja, was war das denn jetzt? Prinzessin? Ich glaube, wir müssen reden. Calcium, eine Banane. Und erledigt. Sehr schön. Ja, Peach ist irgendwie kein zu starker Gegner, finde ich. Senkt die Fallgeschwindigkeit. Ah, Vor- und Nachteil. Vorteil, wenn du aus dem Level fliegst, fliegst du nicht so schnell runter. Nachteil ist, die Gegner können dich ein bisschen besser abpassen. Ja. So, auf zum nächsten Kämpfer. Yoshi! Ah, die Musik ist immer geil. So.
Ja, komm schon, Yoshi. Hallo. Soll's doch bitte. Ja, moin. Komm schon, flieg davon wie die Scheigeiß im Hintergrund. Genau, braver Yoshi. Ich hab dich mit der Blume verprügelt. Nur so zur Info. So, auf dem Lernjuwelen, sehr schön. Sehr gut. Was ist mit der Musik los? Okay. Irgendwas wartet da in diesem Schloss auf uns. Ist aber ein bisschen hin. Okay. Da können wir mit dem Schwert gar nicht drauf. Okay. Jetzt können wir ins Menü gehen. Erstmal den Wissensbaum erweitern. Wir haben 20, ne? Verkürzt Starre und Verwundbarkeitsphase beim Landen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Dann können wir wieder schneller angreifen. So, wir rüsten auch mal den Yoshi aus. Mal gucken, wer ist. Mit Yoshi habe ich mich in dem Spiel noch gar nicht befasst, gebe ich ehrlich zu. Ich hätte ihn auch noch, ich glaube, selten als Gegner, muss ich auch noch zu sagen. Und wir nehmen... Oh, cool. Nimm mal den Yoshi. Was ist denn das? Ich weiß nicht, sieht aber... Sieht, ah, das ist so ein Oldschool-Yoshi aus hier. Yoshi's Island, glaube ich, oder... Oder? Sieht ein bisschen aus wie auf dem N64. Kann sein, dass ich mir jetzt täusche, dass einer dieser Stoff-Yoshis, die es so gibt. Okay, gegen Donkey Kong. Oder gegen die eine... Ja komm, wir kämpfen gegen Donkey. Gegner Superrüstung ist aber langsamer. Es erscheinen nur bestimmte Pokémon aus Pokébällen, das ist klar. So bestimmte Pokémon aus Pokébällen erscheinen. So. Das mit der Fallgeschwindigkeit machen wir auch mal. Einfach mal ausprobieren, wie es ist. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mit Yoshi jetzt klarkomme, ne? Okay, also er hält es gefühlt mehr aus. Oh nein, Costurso ist sein Pokémon. Oh, das ist so fies. Okay, der kriegt echt wenig Schaden. Komm, Costurso, verschwinde. Was ist mit der Blume los? Ja, das mit dem Schaden interessiert ihn halt mal gar nicht. Dass er einen kriegt, jetzt aber. Hat er seinen Superschlag aufgeladen? Wenn ja, wenn er mich trifft, dann ist Aua. Sagte ich und haut Donkey Kong raus. Hashtag läuft bei mir. Costurso. Sehr schön. Ein Normal-Pokémon aus der 7. Generation. Noch nie gehabt, leider. Bin irgendwie noch nie der Vorentwicklung über den Weg gelaufen, ist zu trainieren. Aber haut rein. Wenn es komisch ausschaut. Zum nächsten Kämpfer. Und was passiert da wieder? Dive Man. Oh, Mega Man. Sehr schön. Sehr schön. Sollen wir da hingehen oder sollen wir erstmal hier gegen... Na komm, dann gehen wir mal die Brücke entlang. Ich will mal zur Brücke schauen. Außerdem kommen wir da zu einer Truhe. Why not? Und das sind die zwei, die ich dann nehmen kann. Okay. Schauen wir, haben wir hier noch irgendwas freigeschaltet? Nee. Okay, ne, dann bleibt mal dabei. Los geht's. Ey, dieser Modus macht so viel Laune. Okay, wir müssen die KP auf 0 bringen.
Okay, der eine ist fast auf Null. Wir haben ja auch schon einen Haufen abgezogen. Komm schon. Hallo. Der eine ist raus und der andere auch gleich. Muss aber aufpassen, die haben ja auch jetzt ordentlich zugesetzt. Und beide raus. So. Nice Stein. Sehr schön. Diveman bekommen. Das feuert schwierig zu erkennen Geschosse ab. Okay. Das ist ein Torpedo, ne? Kampfbeginn mit dem Steel Diver. Okay. Sehr schön. Noch ein paar Level hoch. Sehr gut. Heute wird es, denke ich mal, auch eine etwas kürzere Folge. Letzte, die ging ja doch ein bisschen länger. Nochmal 10 Lernjuwelen. Sehr gut. Da kämpfen wir gegen Pit, genau. Ich möchte mal. Wo haben wir ihn denn? Oh ne, der. Ich dachte, der hatte. Da ist er doch. Aber. Ah, der braucht zwei Plätze oder wie? Ah ne, das ist ein. Na gut, dann bleiben wir erstmal bei dem Ding. Wo ich den Diveman nicht einsetzen kann. Wo geht es nur bei Mega Man? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gegen Pit. Oft sein Spezialstandard ein. Okay. 4 Stück gleich. Warum immer 4? Das war jetzt 8. 8 Leute auf einmal auf der Arena antreten lassen können oder was. Ich weiß nicht, ob es im Wii U-Teil auch so war. Wie gesagt, den habe ich nicht gespielt. Ein Pit ist schon draußen, sehe ich gerade. Das heißt, es setzt oft sein normalen Spezial ein. Er setzt nur sein Spezial ein. Okay, noch einer ist raus. Also wenn sie angreifen. Ja, Yoshi, komm dann. Dann wirklich nur so. Oh, jetzt ist da unten eine Plattform. Aua. Ey. Bloß weil du Flügel hast. Hau ich dich jetzt trotzdem raus. Ha! Kampfbeginn mit dem Stab. Hat hohe Geschossreichweite. Ah, das ist der Schussstab, glaube ich, den es gibt. Glaube ich. Weiß nicht. Ich glaub's aber. So. Weiter geht's. Was ist jetzt hier? Da ist noch irgendwas. Okay. Da geht's zu einem neuen Char. Ja, dann gehen wir da hin. Und mit Yoshi, muss ich ehrlich sagen, ist das Ganze eigentlich ganz angenehm hier. Oh, gleich mit 3 Typen zum Ausrüsten. Sehr schön. Dann fangen wir mit dem Steed Diver an. Stimmt, der braucht 2 Plätze. So ist es. Okay. Und ein bisschen mit dem Schwegesprung ist aber auch recht angenehm. Also, mir fällt das nicht so extrem langsam. Marriage. Darien, okay. Ich jetzt aber gleich mal. Ah, das ist ein Blaster jetzt. Blaster, mit dem wir hier anfangen. Ah. Ist mir bei dem Mega Man vorhin gar nicht aufgefallen, weil, ja, die eh eine Kanone haben, ne? Stimmt, das kann ja Yoshi auch noch. Kann er die wie Kirby ins. In seinen Mund packen, aber. Kann nicht die Fähigkeiten annehmen, aber zum Ei verwandeln. Hallo! Jetzt sind wir gut. Komm runter, komm. Komm, 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 komm. So, und raus mit dir. Sehr schön.
Sehr schön. Marriage. Aura-Angriffe. Okay, habe ich jetzt richtig gelesen? Zum Beispiel Sachen wie von Lucario verstärkte. Okay, nicht schlecht. Jetzt kommen wir zum nächsten Kämpfer. Schauen wir, wer das ist. Lucario, wenn wir schon mal Aura-Angriff fahren, ne? Wieder ein Pokémon. Ich bleib bei dem Schwegelschwung, das gefällt mir eigentlich so. Und wieder mit dem Planka-Sticker. Einfach weil er stark ist inzwischen. Machen wir das einfach. Lucario, sehr cool. Und weg mit dir. Sehr schön. Das war gut. Der Yoshi ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ich habe mir das schlechter vorgestellt. Warum nehme ich den nochmal so selten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na, wir haben jetzt Lucario. Auch nicht schlecht. Gehen wir mal erstmal wieder auf den Wissensbaum. Dann haben wir wieder ein paar Sachen wahrscheinlich. 25. 80 kostet es gleich 30. Das, eieiei. Versteckt die Schildhaltbarkeit. Ja, komm, machen wir mal. Klar, man könnte auch sparen, aber ich denke, wenn man ein paar Kämpfe auch so mal macht, dann kriegt man da schon genug Wissenspunkte zusammen. Lucario. Was für Farben gibt es denn? Das ist jetzt normal, was wir hier haben. In lila-rot. Bisschen heller. Feld, schwarz, türkis, grün, okay. Komm, wir nehmen das als schwarz. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die meisten Kämpfer in Smash, wenn sie was Schwarzes haben, schaut es halt so gut aus. Ist aber schon immer so. Es war schon immer so und es wird wahrscheinlich immer so bleiben. Okay, Kreuz, Pico gegen Bowser. Dann schauen wir mal zurück zur Brücke. Vielleicht können wir da einen Weg schlagen. Gegen Wario. Komm, komm mal gegen Wario. Ja, würde ich gerne schon Blanka nehmen, wenn es ist. Ah, nee, wir hätten noch das Ding machen können. Ne? Den Schwebeding. Ja, egal. Gegen Bulblin und Lord Bulbo. Mario, die große Futzkanone. Und raus. Das ist so gut mit der Anzeige, wo die Map endet und wo nicht. Da kannst du einfach die Gegner bei solchen Sachen richtig schön nerven damit. Hahaha. King Bulblin und Lord Bulbo. Ah, okay. Sehr schön. Wer von den beiden auch immer wer ist. Aber King. Ich glaube, King Bulblin ist der, oben sitzt. So, dann schauen wir mal, was jetzt noch bei der Brücke rauskommt. Vielleicht kommt noch was Cooles, was wir jetzt noch machen. Ansonsten. Jetzt die Stadt Shrimpson. Okay. Ah, guck mal, das ist Illumina City. Das ist ja. Sind das alles Welten? Das ist Illumina City. Ich glaube, das ist da unten. Sagt mir nichts. Dafür spiele ich auch zu wenig Nintendo-Spiele im Allgemeinen leider. Aber sehr cool. Dann machen wir wahrscheinlich das nächste Mal bei Shrimpson weiter. Also auch eine riesen Map, ne? Wenn man es so mal sieht. Da oben lautet zwar eine Gefahr, aber die ist mir jetzt erstmal egal. Ich würde sagen, ja, das war's erstmal für heute. War eine ganz coole Folge, vor allem mit Yoshi. War ich sehr erstaunt, wie gut der ist. Und ja, ich hoffe, euch hat auch Yoshi gefallen. Und heute lief es eigentlich ganz gut, ne? So mit wenig Fails gefühlt.
Gefühlt mit wenig Fails. Spannende Kämpfe, wenig Fails. So, ja, muss das dann so sein. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus und Pfiat.